Willkommen, Abenteurer. Ich bin das Tutorial, Wächter über das Spielprinzip, Erklärer der Steuerung. Klicke in die Szene, wo immer dir beliebt, um den Spielcharakter zu bewegen. Gut gemacht. Klickst du einen Gegenstand mit links an, so führt dein Spielcharakter eine kontextabhängige Aktion aus. Klicke mal den großen Hebel an. Der Roboter hat den Hebel benutzt, da ihm das logisch erschien. Klicke den Hebel nun mit rechts an, damit der Roboter den Hebel betrachtet, anstatt ihn zu benutzen. Ausgezeichnet. Der Roboter meint, der Hebel sei intakt. Aber was ist dann defekt? Die Luke dort, klicke sie mit links an. Der kleine Kerl meint, dahinter sei eine komplizierte Mechanik versteckt. Vielleicht liegt da das Problem. Klicke die Luke erneut mit links an. Der erste Linksklick führte zu Betrachten, der zweite zu Benutzen. Warum? Weil nach dem Betrachten für den Spielcharakter das Benutzen zur sinnvollsten Aktion wurde. Ein einfaches Prinzip. Klicke rechts, wenn du etwas betrachten möchtest. Klicke links, um zu tun, was der Spielcharakter gerade für sinnvoll hält. Ob die Maschine jetzt wieder läuft? Klicke den Hebel mit links an. Ein neues Problem, wie es scheint. Untersuche mal das Getriebe. Ups, das war wenig hilfreich. Sammle bitte beide Zahnräder ein. Sehr gut. Aufgenommene Gegenstände landen im Inventar. Dein Inventar öffnest und schließt du, indem du rechts unten auf den Rucksack klickst. Um einen Gegenstand aus dem Inventar zu benutzen, klicke ihn mit links an und klicke dann auf den Gegenstand, mit dem du ihn benutzen willst. Benutze eines der Zahnräder aus dem Inventar mit dem Getriebe des Stadtmodells. Hervorragend. Jetzt noch das zweite Zahnrad. Perfekt. Öle das Getriebe lieber noch, bevor du die Maschine wieder einschaltest. Das sollte reichen. Schmeiß die Maschine an. Man kann Gegenstände im Inventar näher untersuchen. Sammle die kaputte Figur und die Werkzeugkiste ein. Dann klicke die Werkzeugkiste im Inventar mit rechts an, um sie zu untersuchen.
Wunderbar. Du hast ein paar Gegenstände in der Werkzeugkiste gefunden. Du kannst Gegenstände im Inventar miteinander benutzen, indem du zunächst den ersten Gegenstand mit links anklickst und dann mit diesem Gegenstand am Cursor auf den zweiten Gegenstand klickst. Versuche, die Figur im Inventar zu reparieren. Sehr gut. Nun stelle die Figur wieder auf ihren angestammten Platz auf dem Balkon des Schlosses und starte die Maschine. Ausgezeichnet. Du bist bereit. Bevor ich dich jetzt verlasse, ein letzter Tipp. Drückst du die Leertaste, so werden dir alle interessanten Gegenstände einer Szene angezeigt. Viel Glück bei deinen Abenteuern in The Book of Unwritten Tales 2.